Zum nächsten Tagesordnungspunkt 38, Antrag Fraktion DIE LINKE, Biodiversität erhalten, Artensterben stoppen, gemeinsame europäische Agrarpolitik grundlegend ändern, mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Biodiversität in Hessen weiter fördern und unterstützen. Und als Erstes hat sich Frau Scheuch-Paschkewitz zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste! Die Bewahrung der biologischen Vielfalt ist eine wesentliche Voraussetzung, um unsere Lebensgrundlagen und Ressourcen zu sichern. Ich zitierte Frau Priska Hinz im letzten hessischen Biodiversitätsbericht. Alles richtig, nur dass es in Hessen noch nicht einmal in den Naturschutzgebieten gelungen ist, das Artensterben zu stoppen. Keine klaren Zielvorgaben, kaum Kontrollen, oft isoliert und oft zu kleine Schutzgebiete kritisiert die EU-Kommission auch Hessen. Nach 6 Jahren im von Grünen geführten Umweltministerium sind das hausgemachte Probleme. Noch nicht einmal in Naturschutzgebieten ist der Einsatz von Glyphosat in Hessen verboten. Das, liebe Damen und Herren, ist ein Skandal. Wie bei der Werra-Versalzung, der Nitratbelastung des Grund- und Trinkwassers, ich sage nur Gülle, oder der Feinstaubbelastung läuft auch hier ein EU-Vertragsverletzungsverfahren und es drohen Strafzahlungen. Kein Wort davon in dem hessischen Biodiversitätsbericht. Im Vergleich zum gerade erschienenen Weltbiodiversitätsbericht liest er sich wie ein Werbeprospekt für Naturschutzmaßnahmen. Statt Informationen über den tatsächlichen Zustand der Artenvielfalt erhält man Ankündigungen, was die Landesregierung alles machen will bzw. schon Tolles gemacht hat. Das hat aber nachprüfbar nicht ausgereicht. Die hessische Umweltministerin ist mit dem Biodiversitätsschutz gescheitert. Es gibt keine Trendumkehr. Weder in den Schutzgebieten und schon gar nicht auf den Äckern. Es wird auch nicht gelingen, den Schwund der Biodiversität alleine mit Mitteln des Naturschutzes, Blühstreifen und der Aufforderung zur individuellen Gartengestaltung oder des Konsums zu stoppen. Das wird nur gelingen, wenn wir den Klimawandel aufhalten und viele Lebens- und Produktionsbereiche ökologisch und sozial verträglich umbauen. Systemwandel statt Klimawandel und Artensterben. Machen wir das nicht, geht das Artensterben dramatisch weiter. Wie bei dem Klimawandel stehen wir am Rande einer Katastrophe und streiten uns darüber, wie viel Artenschutz wir uns wirklich leisten können, was mehr Arbeitsplätze kostet, was der Wirtschaft und den Verbrauchern zuzumuten sei. Eine Politik, die fragt, wie viel Artenschutz können wir uns leisten, hat grundsätzlich nicht verstanden, was auf dem Spiel steht. Was wir uns sicher nicht leisten können, das sind die Folgen der aktuellen Politik. Sie zerstört unsere Lebensgrundlagen, denn wenn wir bei Klima- und Artenschutz versagen, wird der Verlust von Arbeitsplätzen zu unseren kleinsten Problemen zählen. Was wir in den letzten Jahrzehnten auf den Feldern erlebt haben, ist die Folge eines gravierenden Politikversagens. Glyphosat-gespritzte Monokulturen, lobbygesteuerte Zulassungsverfahren für Pestizide, Vergüllung der Landwirtschaft
und klimaschädliche Subventionen, die europäisches Fleisch mit Antibiotika bis auf die Märkte des globalen Südens schwemmt. Agrarkonzerne und Lebensmittelindustrie geben den Kurs an, und der heißt Industrialisierung, Marktöffnung, Export und Gewinnmaximierung. Diese Politik richtet sich gegen das Gemeinwohl und gegen die Interessen der meisten Landwirte. Diese Politik zerstört die Grundlagen künftiger Generationen. Eine Wirtschaftsweise, die unsere Lebensgrundlagen zerstört, verstößt ganz klar gegen das Grundgesetz. Ein Systemwandel ist nicht nur verfassungskonform. Das Grundgesetz verlangt sogar nach einem Systemwandel, meine Damen und Herren. Heute am Geburtstag des Grundgesetzes möchte ich Artikel 20a zitieren. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht, durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. In der Landwirtschaft brauchen wir einen Systemwandel, und der gelingt nur mit einer Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa, dem GAP. Denn auch darum geht es bei der Europawahl. Der Schutz der Biodiversität kann nur auf der ganzen Fläche gelingen. 25% ökologischer Landbau sind entschieden zu wenig. EU-Zuschüsse darf es nur noch für gemeinwohlorientierte, soziale und ökologische Leistungen geben, aber nicht mehr für die exportorientierte Fleisch-, Milch- und Zuckerproduktion. Totalherbizide wie Glyphosat und Insektengifte wie Neonicotinoide müssen verboten werden. Noch immer warten wir darauf, dass ein Verbot dieser Mittel auf allen dem Land Hessen gehörenden Flächen endlich durchgesetzt wird. Mit der Begründung, dass durch den Einsatz von Totalherbiziden dem Gemeinwesen erheblicher Schaden zugefügt wird, könnte Hessen ein Verbot sofort durchsetzen. Die Landesregierung wartet aber lieber, bis die Pachtverträge ausgelaufen sind. Wir allerdings haben diese Zeit nicht mehr. Für eine klima- und umweltfreundliche sowie sozialverträgliche Landwirtschaft brauchen wir die Agrarwende jetzt. Dafür muss man sich aber mit den Agrarkonzernen und der Nahrungsmittelindustrie sowie deren Lobbyisten und ihren Lobbyisten im Bauernverband und im politischen Apparat anlegen. Sie wollen von dem EU-Agrarhaushalt, und das sind in diesem Jahr 60 Milliarden Euro, möglichst viel abbekommen. Von einer Ökologisierung der Landwirtschaft profitieren Sie nicht. Sie sind alleine den Profiten, aber sicher nicht dem Gemeinwohl mit einer solidarischen Landwirtschaft verpflichtet. Für Sie steht ein Milliardengeschäft auf dem Spiel. Die Lobbyisten in der Politik kenntlich machen und die Gemeinwohlinteressen durchsetzen. Das wäre verantwortungsvolle Politik. Bodenschutz, Biodiversitätsschutz und eine Pestizidstrategie haben Sie schwarz-grün auf die Fahne und in den Koalitionsvertrag geschrieben. Was aber macht die hessische Umweltministerin? Sie hilft am Weltbienentag, das grüne Image des Supermarktbetreibers Rewe aufzupolieren, der in der Wetterau 30 Hektar besten Ackerboden für ein Logistikzentrum versiegeln möchte. Wie heißt denn da Ihre Strategie? Systemwandel durch Kuschelkurs oder in einem halben Jahr kann sich die Öffentlichkeit an nichts mehr erinnern? Sie haben eine grüne Kollegin, die ist Regierungspräsidentin in Darmstadt. Wo sind denn Ihre Initiativen, welche die Versiegelung von guten Ackerböden in der Wetterau und in Neu-Eichenberg zu verhindern? Was haben Sie unternommen?
Was haben Sie unternommen, außer Rewe beim Greenwashing zu helfen? Mit unzähligen Maßnahmen verwaltet die hessische Umweltministerin den Klimawandel und das Artensterben, garniert mit Blühstreifen. Für einen Systemwandel, Frau Staatsministerin, sind Sie leider eine Fehlbesetzung. In 8 Bundesländern besetzen die Grünen das Umweltministerium. Zusammen mit der SPD sind es sogar 12 Landesministerien. Warum knüpfen Sie keine Koalition der Willigen? 12 grün-rote Umweltministerinnen und Umweltminister sollten es doch schaffen, der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner die Stirn zu bieten. Wie der Verkehrsminister Scheuer zeigt sich Frau Klöckner als Erfüllungsgehilfin der Agrarindustrie und ihrer Lobbyisten. Sie müssen auch zum Schluss kommen. Die 10 Damit muss Schluss sein, und das liegt in Ihrer Hand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächstes hat die Abg. Arnold von der CDU-Fraktion das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema Biodiversität ist ohne Zweifel von großer Bedeutung. Die hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben sich daher bereits auch schon in der letzten Legislaturperiode eindeutig dazu positioniert. Wir wollen den Artenverlust in Hessen eindämmen, möglichst stoppen, damit wir unser Land in allen Facetten seiner Umwelt so schön und lebenswert erhalten, wie wir es vorgefunden haben. Denn die Bewahrung der Schöpfung und der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist und bleibt für uns und nachkommende Generationen eine der vordringlichsten Aufgaben. Leider wird das Thema Biodiversität in der öffentlichen Wahrnehmung vielfach auf die Bienen- oder das Insektensterben reduziert und die zugrunde liegenden Ursachen häufig eindimensional in der Landwirtschaft gesucht. Wenn wir uns aber mit der Biodiversität beschäftigen, dann gilt es, alle drei Säulen der Thematik zu berücksichtigen. Neben der Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren sind die genetische Vielfalt in den Populationen und insbesondere auch die Vielfalt der Ökosysteme relevant. Und alle drei Faktoren bedingen einander und werden in den Maßnahmen der hessischen Landesregierung berücksichtigt. Zur Erhaltung der biologischen Vielfalt gilt es hierbei, die Ursachen für deren Verlust zu erkennen und zu beseitigen. Und maßgeblich sind an dieser Stelle 5 wesentliche Faktoren zu nennen, welche in der Wissenschaft als Triebkräfte für den Verlust der biologischen Vielfalt identifiziert wurden. Erstens der Landnutzungswandel. Dazu gehören der Flächenverbrauch ebenso wie Landschaftszerschneidungen oder andere Veränderungen natürlicher Lebensräume. Dieser Aspekt wird beispielsweise im Rahmen des integrierten Klimaschutzplans vom Land Hessen adressiert. Mit Maßnahmen wie dem Erhalt und der Förderung von Dauergrünland oder den Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den hessischen FFH- und Vogelschutzgebieten. Auch die Begrenzung des Flächenverbrauchs im Landesentwicklungsplan ist ein Beispiel, wie die hessische Landesregierung dem Landnutzungswandel als Ursache für den Verlust an Biodiversität begegnet. Zweitens die Klimaveränderungen, deren Ursachen und Auswirkungen an dieser Stelle sicherlich nicht weiter thematisiert werden müssen. Wir haben davon heute schon genügend gesprochen. Ein Blick in den Koalitionsvertrag zeigt, Hessen gehört zu den Bundesländern mit den ambitioniertesten Klimazielen. Bis 2050 wollen wir die Treibhausgasemissionen um 90% reduzieren. Über 140 Maßnahmen wurden im hessischen Klimaschutzplan definiert, mit welchen wir dieses Ziel erreichen. Über 80 der Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung. Drittens ist als Ursache die Belastung großer Flächen
und des Wassers mit Nähr- und Schadstoffen durch den Verkehr, durch die industrielle Produktion und auch durch die Landwirtschaft zu nennen. Hier berücksichtigen wir alle Schadstoffemittenten. Und so streben wir beispielsweise in der Landwirtschaft eine weitere Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutz- und Düngemitteln an, und wir werden die Glyphosat-Ausstiegsstrategie fortsetzen. Als vierte Ursache haben wir es mit einer übermäßigen Nutzung unserer natürlichen Ressourcen zu tun. Und hier, wir haben auch eben darüber gesprochen, sei als Gegenmaßnahme der Landesregierung beispielhaft auf den Staatswald verwiesen, als natürliche Ressource im Besitz unseres Landes. So steigern wir den Anteil der Naturwälder auf insgesamt 10% der gesamten Waldfläche und werden den hessischen Staatswald Schritt für Schritt nach dem System für eine nachhaltige Forstwirtschaft des FSC zertifizieren. Und fünftens ist die zunehmende Ausbreitung invasiver Arten mit ursächlich für den Verlust der biologischen Vielfalt. Die EU hat 2016 im Rahmen einer Verordnung 37 Tier- und Pflanzenarten identifiziert, welche die europäische Artenvielfalt bedrohen. Und für jede dieser Arten gilt es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Aufzählung der verschiedenen Ursachen für den derzeitigen Verlust der biologischen Vielfalt ebenso wie die verschiedenen Dimensionen der Biodiversität und die Vielzahl an Maßnahmen der Hessischen Landesregierung verdeutlichen, dass es hier um mehr geht als um Bienen und Pestizide in der Landwirtschaft. Hessen hat mit einem Drei-Säulen-Modell aus dem integrierten Klimaschutzplan, aus dem Ökoaktionsplan und der Biodiversitätsstrategie ein großes Paket an Maßnahmen geschnürt, das alle relevanten Handlungsfelder umfasst und alle Probleme und ihre Ursachen berücksichtigt. Auf diese Weise können wir den Artenverlust wirksam begegnen und die Vielfalt der heimischen Ökosysteme erhalten. Viele der Maßnahmen, wie auch die Programme Wildes Hessen oder Zukunft Stadtgrün, lassen sich hier in der Kürze der Zeit gar nicht darstellen. Aber selbstverständlich ist uns auch klar, dass der Kampf gegen den Klimawandel und für die Biodiversität nicht allein in Hessen ausgefochten wird. Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Europawahlen wird auch die gemeinsame europäische Agrarpolitik derzeit vielerorts diskutiert. In Hessen haben wir uns bereits in unserem Koalitionsvertrag dazu bekannt, auf EU-Ebene ein Neudenken der GAP anzustoßen. Geänderte gesellschaftspolitische und klimatische Rahmenbedingungen machen es zu einem Erfordernis, die GAP auf den Stand der Zeit zu eichen. Das bedeutet, wir werden uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, den Erhalt der existenziellen Landwirtschaft enger mit dem Erhalt von Kulturlandschaft und Natur, Arten- und Klimaschutz zu verbinden. Bei der Reformierung der GAP sollte jedoch darauf geachtet werden, dass Bevölkerungswachstum und klimawandelbedingte Lebensmittelknappheiten sowie auch die wirtschaftliche Komponente der Landwirtschaft angemessen berücksichtigt werden. Ein Outsourcen unserer landwirtschaftlichen Erzeugung wird es nicht geben. Das widerspräche auch dem zunehmenden Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach regional und nachhaltig erzeugten guten Lebensmitteln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Europawahl steht vor der Tür, und die Linksfraktion versucht sich ganz offensichtlich mit ihrem Antrag als hessische Klimarettungspartei zu inszenieren. Ich kann Ihnen aber ganz offen und ehrlich sagen, dafür ist in Hessen kein Bedarf. Denn eine erfolgreiche Klima- und Umweltpolitik, die Ökologie und Ökonomie bedarfsgerecht verbindet, die die Biodiversität fördert und schützt und die eine nachhaltige Produktion
mit Versorgungssicherheit verknüpft. Die gibt es in Hessen bereits. Die schwarz-grüne Landesregierung arbeitet bereits in der zweiten Legislaturperiode erfolgreich, gemeinsam und zielorientiert am Schutz des Klimas und dem Erhalt der Biodiversität. Umweltpolitische Faktoren werden in allen unseren Entscheidungen berücksichtigt. Und das ist auch gut so. Denn die Wahrung der Schöpfung ist eine unserer höchsten Prioritäten. Mit den genannten Instrumenten folgen wir nicht nur einem ökologischen, gesellschaftlichen Trend, sondern gehen voran. Wir setzen Maßstäbe. Und das werden wir auch weiterhin tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schenk von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Vorsitzende, werte Damen und Herren! Die globale Dimension des Themas hat auch eine lokale, hessische. Reden wir einmal über die Sünden der Vergangenheit. Und da geht es ja speziell auch um Sünden von CDU und CSU-Landwirtschaftsministern. Zwischen Biodiversität, Artensterben und Landwirtschaft gibt es vermutlich Zusammenhänge. Brüsseler Agrarsubventionspolitik, unterstützt eben von CDU, CSU, Landwirtschaftsministern über insgesamt 300 Jahre in Bund und Ländern, hat die familiengeführte kleinteilige bäuerliche Landwirtschaft in Hessen weitgehend zur Betriebsaufgabe gezwungen und damit den Lebensraum von Insekten, Feldvögeln und anderen Tieren in Dörfern und Flur eingeschränkt. Und neuestes Beispiel ist zum Beispiel, dass also Schafhalter und Weidetierhalter bedroht werden eben durch die Wolfspopulation. Das haben wir ja ganz aktuell in Hessen. In Nordhessen gibt es ja viele Vorfälle, wo also vermutlich Wölfe die Risse da verursacht haben. Und da will ich also nur mal ein ganz kleines Beispiel geben. Wir haben aktuell ungefähr 1000 Wölfe in ganz Deutschland. Und in 10 Jahren nach der Population haben wir 14.000. Die werden täglich, wenn sie nicht bejagt werden, 60.000 Kilo Fleisch benötigen. Also, wer da noch Weidetierhaltung machen kann, das ist mir dann ein Rätsel. So. Jetzt aber zu dem Antrag der LINKEN. Er bringt eine Reihe von Forderungen, die aus der Umweltdiskussion bekannt sind. Der Schwerpunkt auf den Pflanzenschutzmitteln ist bei den LINKEN und den GRÜNEN üblich. Neu ist, dass die Liste der bekannten Klagen und Forderungen aus einem Bericht der UNO abgeleitet wird. Der zitierte Bericht des Biodiversitätsrates hat einen so hohen protokollarischen Stellenwert, dass der Bundestag auf Vorschlag der GRÜNEN am 10.05. eigens eine Debatte über den Bericht abgehalten hat. Der Bericht ist unter Federführung der Organe des Übereinkommens zum Schutz der Biodiversität entstanden mit entsprechender globaler Perspektive. Im Zusammenhang des globalen Artenschutzes spielt aber das Land Hessen als Biotop keine wichtige Rolle. Bekanntlich liegt keine Ursprungsregion der Arten und der genetischen Ressourcen, die sogenannten Wawilow-Regionen, hier in Europa. Das Biodiversitätsübereinkommen trifft nicht nur Regelungen für den Artenschutz, sondern auch für den Zugang der Entwicklungsländer zu den genetischen Ressourcen der Erde, dem Finanztransfer und die Sicherheit im Umgang mit Organismen. Deshalb wird die Mitgliedschaft in dem Übereinkommen federführend von dem Bundesministerium für Umwelt wahrgenommen. Ein Thema für Hessen ist dieses Abkommen aber nur am Rande. Die Fraktion der LINKEN legt einen Katalog von Forderungen, die im Hinblick auf Natur- und Umweltschutz dem üblichen rot-grünen Muster entsprechen. DIE LINKE fordert, dass in Zukunft die Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik GAP generell mit sozialen und ökologischen Auflagen verbunden werden. Diese erweiterten Forderungen führen zu weiterem kontraproduktiven Verwaltungs- und Überwachungsaufwand. Der Umweg der Milliarden deutscher Steuergelder über Brüssel
zurück über die Bundesregierung und dann eine ganze Kaskade von Verwaltungen über Landesverwaltung und dann zu den Landwirten ist entbehrlich. Die Stützung der Landwirtschaft kann auch von den Mitgliedstaaten direkt und mit eigenen Mitteln bewerkstelligt werden. Es gibt keine Notwendigkeit für ein gemeinsames Vorgehen bei den Agrarsubventionen, weder kollektive Ziele noch das Ziel des materiellen Ausgleichs innerhalb der EU. Der Umweg deutscher Steuermittel über Brüssel erhöht die Kosten und den Arbeitsaufwand unnötig. Die zweite Säule der GAP ist ein Fördersystem für Nebenzwecke mit dem Namen ELA. Dieses System hat sich zu einem administrativen Albtraum entwickelt, jedenfalls für die zuständigen Verwaltungen und deren verantwortliche Minister. Im Ergebnis ist es das Bemühen dreier bürokratischer Ebene, eine gemeinsame Zentralverwaltungswirtschaft für Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Die Rufe nach einem ELA-Reset sind nach Auffassung der AfD wohlbegründet. Und zu diesem mit Ansprüchen wie Haupt- und Nebenzielen überlasteten Subventionsregime wollen Sie, die GRÜNEN, also en passant noch weitere hinzufügen. Die Landesregierung und die Agrarministerkonferenz sollten vielmehr aufgefordert werden, ein effektiveres und weniger aufwendiges System der Überwachung und Förderung der Agrarwirtschaft einzurichten. Und dann soll auch noch das Arbeitsrecht für Agrarbetriebe durch eine weitere Konditionierung der Subventionen durchgesetzt werden. Damit würde ein weiterer teurer Verwaltungszweig in Deutschland entstehen. Die Durchsetzung der arbeitsrechtlichen Regeln sollte auf dem üblichen administrativen Weg geschehen. Die Forderungen, ja, wir haben ja doch die Regelung, das ist doch also sozusagen auch jetzt schon geltendes Recht. Die Forderungen Nummer 4, 5, 6 und 7 umfassen Vorschläge für weitere Einschränkungen und Verteuerungen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Hierüber sollte DIE LINKE einmal mit den Landwirten vor Ort sprechen. Diese brauchen nämlich Pflanzenschutzmittel für eine ertragreiche Produktion von einwandfreien und handelsgerechten Lebensmitteln. Eine zusätzliche Steuerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln hält die AfD nicht für erforderlich. Das gegenwärtige System der Prüfung, Zulassung sowie der Anwendungsregeln von Pflanzenschutzmitteln ist eingespielt und befriedigend. Auf dem Gebiet der Prüfung, Zulassung, Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln und dem Erlass von Regeln für ihre Anwendung sollte an einem gemeinsamen Vorgehen der Länder Europas festgehalten werden. Diese Mittel werden in grenzüberschreitender Zusammenarbeit entwickelt und sollten auch über Grenzen frei handelbar sein. Das von den LINKEN noch nebenbei geforderte Verbot des Onlinehandels mit Pflanzenschutzmitteln lehnen wir ab. Zum Klimaschutz fordern die GRÜNEN einen wesentlichen Beitrag Hessens, einen wesentlichen Beitrag Hessens zu den Einsparungszielen des Übereinkommens von Paris. Dies ist eine fantastische Forderung, die der Lehre des IPCC entsprechen mag, aber für den Artenschutz weltweit und in Hessen ohne Bedeutung ist. Der Klimawandel geschieht und kann beobachtet werden. Eine Beeinflussung erscheint unwahrscheinlich und ist jedenfalls im praktischen Betrieb nicht erprobt. Will man den Klimaschutz auf die Minderung des globalen Kohlendioxids beschränken, so beträgt der hessische Anteil daran nur einen verschwindend kleinen Anteil. Die hessischen wie die deutschen Minderungsanstrengungen entsprechen dem Zubau an Kohlekraft weltweit in wenigen Wochen im Jahr. Und die großen energiehungrigen Staaten dieser Welt werden Forderungen aus Hessen nicht wahrnehmen, geschweige denn beachten. Im Übrigen wird in dem Antrag der grundsätzliche Zusammenhang von Wetter- und Artenbestand verkannt. In Europa jedenfalls führt der Klimawandel vielleicht zu etwas wärmerem Wetter und veränderten Niederschlägen. Für die Artenbestände heißt dies meist, dass die Biotope sich etwas verlagern. Nimmt man die Prognose des IPCC zum Nennwert und rechnet man mit einer Erhöhung der Durchschnittstemperaturen um 2 bis 3 Grad in Mitteleuropa, so würden das Wetter in Wiesbaden in einigen Jahren, Jahrzehnten dem von Florenz oder Lyon von heute entsprechen. Das wäre keine Katastrophe und auch kein Artensterben, wenngleich es Verschiebungen der Siedlungsgebiete geben würde. So könnte z. B. die Überwinterung der Störche im Schierstein zum Muster für ganz Europa werden. Es ist nicht ersichtlich,
wie Hessen zu einer Verhinderung der Klimaveränderung beitragen sollte. Das Land kann sich natürlich auf Veränderungen der Wetterverhältnisse mit wasserwirtschaftlichen Maßnahmen oder gebäudetechnischen Maßnahmen einstellen. Die Flächenversiegelung ist ein ernstes Problem. Nur hat sich die Erhaltung von Vegetationsflächen im konkreten Fall als immer als sehr schwierig herausgestellt, weil Land für Wohnungsbau, Gewerbe und Straßen und natürlich für die flächenintensiven erneuerbaren Energien gebraucht wird. Die Begrenzung des Flächenverbrauchs und der Flächenversiegelung erfordert vielfältige Eingriffe, die nicht immer willkommen sind. Landtag und Landesregierung sollten die Mittel und Wege im Umweltausschuss erörtern. Der Einfluss der Lobbyisten der Agrarindustrie ist in der Tat ein Problem. Es sollte gleichzeitig mit der Begrenzung des Einflusses der Umweltlobby verbunden werden. Die Handhabung der Genehmigung für Viehhaltung mag ein Problem sein. Die Beschränkung von Geflügelhaltung zählt aber nicht zu den prioritären Maßnahmen zum Artenschutz. Der Biodiversitätsbericht der Landesregierung ist besser, als die Antragsteller unterstellen. Er zeigt, welche Vielfalt von Maßnahmen zur Pflege des Artenbestandes nötig ist und wie schwer es ist, dafür geeignete und durchsetzbare Konzepte zu entwickeln. Anders als die eingangs vom Antrag der LINKEN zitierten globalen Urteile ist der Biodiversitätsbericht des Landes den hiesigen Problemen angemessen. Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme gleich zum Schluss. Ein Überdenken der Beihilfebestimmungen der Kommission und des deutschen Kartellrechts würde in der Tat manche politische Gestaltung erleichtern. Aus den angeführten Gründen kann die Fraktion der AfD diesem linken und interventionistischen Antrag nicht zustimmen. Sie empfiehlt jedoch einige Themen zur weiteren Verfolgung. Danke schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege. Sie hatten bei der Redezeit Glück, dass gerade ein Teamwechsel stattgefunden hat. Jetzt passen wir wieder noch viel besser auf. Als Nächstes hat das Wort für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Hoffmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für den Bericht des Weltbiodiversitätsrates der UN haben hunderte Wissenschaftler 3 Jahre recherchiert. Das Ergebnis ist ein düsterer Bericht, der verdeutlicht, dass jede 8. bekannte Tier- und Pflanzenart auf unserem Planeten akut vom Aussterben bedroht ist. Weltweit verschwinden täglich zwischen 50 und 150 Arten unwiederbringlich von unserem Planeten. Und nach der aktuellen roten Liste der weltweit bedrohten Tiere und Pflanzen sind ein Drittel aller Arten als gefährdet gelistet. Hinzu kommt, dass der aktuelle Artenschwund mindestens 100-fach schneller als im Durchschnitt der vergangenen 10 Millionen Jahre verläuft. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und deshalb, angesichts dieser drastischen Befunde, ist es längst überfällig, dass wir umkehren, dass wir einleiten, dass es kein Artensterben oder das Artensterben auf jeden Fall verlangsamt wird. Und dabei ist es schon angesprochen worden, das Artensterben kein reines Naturschutzthema. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe und ein Thema, das viele Politikfelder betrifft. Durch das Artensterben gehen Nahrungsquellen verloren, die Artenvielfalt an sich wird vernichtet und es entstehen weitere Kettenreaktionen. Wenn man denkt, eine Art geht verloren, was bedeutet das? Darf man nicht vergessen, dass z.B. in der Folge von Kettenreaktionen, etwa wenn eine Ameise aus einem Gebiet, aus einem Waldgebiet, wir haben eben die Diskussion im Wald gehabt, dass z.B. der Ameisenvogel als Beispiel auch eine Nahrungsgrundlage damit verliert und auch wiederum bedroht ist in seiner Art womöglich. Und Ursache für dieses Artensterben ist alleine der Mensch, das sind alleine wir. Durch Wasser, durch Flächenverbrauch, intensive Landwirtschaft, Luftschadstoffe sowie den Klimawandel. Und Herr Schäck, es ist schon mehr als ärgerlich, aber das werden wir wahrscheinlich mit Ihnen noch öfters austragen müssen, mit Ihnen und der Fraktion.
weil Sie da wohl verirrt sind. Es haben ja auch einige gedacht. Es haben ja auch einige lange gedacht, dass die Erde eine Scheibe sei. Ja? Es ist wissenschaftlich profund belegt, auch durch diesen UN-Bericht, durch den WWF, dass der Klimawandel etwa für die Artenvielfalt unmittelbare, drastische Auswirkungen hat, entsprechend in genetischen Veränderungen zum Beispiel, oder ganz klar, dass auch Lebensräume einfach vernichtet werden. Das ist profund wissenschaftlich belegt. Insofern haben auch Sie das zur Kenntnis zu nehmen. Und da sind wir auch nicht Ihrer Meinung, sondern im Gegenteil, dass man die jetzt stattfindenden GAP-Verhandlungen auf der europäischen Ebene, wir waren erst jüngst mit dem Arbeitskreis in Brüssel zu diesem Thema, dass man die nutzen muss, um entsprechend in der Agrarpolitik auch eine entscheidende Wende vorzunehmen. Und da bin ich ganz bei der Kollegin der LINKEN, dass wir endlich eine nachhaltige Landwirtschaft brauchen und dass Erstattung und entsprechende Mittel für die Leistung, die die Landwirtschaft für die Gesellschaft bringt, für öffentliche Güter, dass das Hauptziel sein muss, etwa verstärkt konzentriert sein muss auf den Schutz des Wassers, den Erhalt der Biodiversität, die Bodenfruchtbarkeit, entsprechenden Insektenschutz, aber auch etwa für den Tierwohl. Das müssen doch die Parameter sein, an denen sich eine Förderung auch auf europäischer Ebene im Bereich der Landwirtschaft konzentriert. Und da brauchen wir eine Kehrtwende, meine Damen und Herren. Die Biodiversität, das ist schon angesprochen worden, muss auf allen verschiedenen Ebenen unterstützt werden. Die Pflanzenvielfalt muss auf entsprechenden Flächen erhöht werden, etwa durch eine Erweiterung der Fruchtfolge. Eine Strategie zur konsequenten Minimierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, das ist schon genannt worden. Und da sage ich deutlich, wir brauchen endlich ein Verbot des Einsatzes und des Gebrauches von Glyphosat, meine Damen und Herren. Und es ist ja schön und gut, wenn wir einzelne Biotope, auch jetzt Biosphärenreferate haben, Reservate haben. Aber was wichtig ist, und da sind Sie auch gut im Ankündigen, aber weniger im konkreten Umsetzen, wenn Sie sagen, ja, es gibt demnächst einen Biotopverbund. Wir brauchen eine konsequente Biotopvernetzung, mehr Anstrengungen. Und damit, nur damit können wir auch wirklich im Bereich des Artenschutzes einen nennenswerten Erfolg erreichen, meine Damen und Herren. Und es ist zu Recht gesagt worden, wenn wir uns mit dem Thema Artenschutz beschäftigen, dass wir auch über unsere eigenen Landesgrenzen hinausgucken müssen. Wir brauchen dringend global effizientere Erntemethoden, etwa in tropischen Ländern, weniger Verschwendung, das Vermeiden von Verlusten bei Transporten und der Verarbeitung. Wir müssen auch in diesem Bereich, meine Damen und Herren, lokal handeln und global denken. Und ich will ausdrücklich den Punkt der LINKEN unterstützen. Und es sind wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die selbstverständlich bei den GAP-Verhandlungen auch darauf dringen, dass gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft, was die Förderung und die Förderkulisse anbelangt, eine viel zentralere Rolle einnehmen muss. Das ist entscheidend, meine Damen und Herren. Und ich will es noch einmal unterstreichen, Sie sind immer gut im Ankündigen, im Programme schreiben, in Pläne schreiben. Aber auch hier in Hessen, und das ist auch entsprechend durch die Berichte auch gestützt, haben wir auch einen eklatanten Rückgang der Arten- und Biovielfalt zu verzeichnen und zu beklagen. Und da brauchen wir stärkere Anstrengungen, die darüber hinausgehen, über kleinere Maßnahmen, die auch wirklich gut sind. Etwa wie die Wiederansiedlung der Amica im Main-Kinzig-Kreis. Und an der Stelle will ich ganz ausdrücklich den vielen Naturschützern in unserem Land danken, die in liebevoller Kleinarbeit auch z.B. Blühstreifen anlegen. Und sage Ihnen aber deutlich, dass das alles lieb und gut ist. Aber die schwarz geführte Landesregierung
vor geraumer Zeit den Naturschutz geschliffen hat. Und daran möchte ich an diesem Tag auch noch einmal erinnern. Ich möchte an drei Stellen auch noch einmal die Hand in die Wunde legen. Sie sagen etwa bei Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, dass... Nein, wir nehmen die große Hand. Sie wollen bei Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das Nitrat im Grundwasser, ist schon angesprochen worden, erreichen, dass bei Messstellen der Nitratgehalt über 50 mg an den Messstellen auf 0% reduziert wird. Ein ehrenwertes Ziel. Wie sieht es aber aus, wenn man sich die Messstellen anguckt? Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie war erst zu einem Bericht im Umweltausschuss. Bei vielen Messstellen, etwa im Hessischen Ried, liegt die Nitratkonzentration bei über 50 Milligramm pro Liter. Also das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich erreichen wollen, ist der Fakt. Und das müssen Sie sich erst einmal ins Stammbuch schreiben lassen, meine Damen und Herren. Auch schön und gut, die Flächeninanspruchnahme soll täglich um 2,5 Hektar reduziert werden. Das Gegenteil dessen, was tatsächlich passiert, ist im Moment der Fall. In Hessen verschwinden jeden Tag 3,5 Fußballfelder im übertragenen Sinne. Das sind 3 Hektar Boden für Siedlungs- und Verkehrsfläche. Also reden ist das eine, handeln das andere, meine Damen und Herren. Und ich will es hier noch einmal ganz deutlich sagen, auch beim Klimawandel, Sie schreiben schöne Programme auf. Es ist der integrierte Klimaschutzplan angesprochen worden. Aber wie wollen wir, was erreichen wir konkret im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens und mit den konkreten Klimaschutzzielen? Wie erreichen wir konkret und welche konkreten Erfolge vor allen Dingen haben Sie beim Klimawandel, beim Klimaschutz vorzutragen und vorzuzeigen? Ich kann nur sagen, wir sehen davon relativ wenig. Und ich will hier an der Stelle Bezug nehmen, auch auf die aktuelle Pressemitteilung des NABU, der zu Recht die Überarbeitung der unzureichenden Schutzgebietsverordnung hier angeprangert hat und auf eine entsprechende Klage der EU-Kommission anspielt, die nämlich fordert, dass hier seltene Arten und Lebensräume besser geschützt werden müssen. Das prangert der NABU zu Recht in seiner aktuellen Pressemitteilung an. Auch Hessen muss hier weiter voranschreiten, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich kann Ihnen nur sagen, bei diesem zentralen Thema des Artenschutzes reicht es nicht, Pressemitteilungen zu machen, Ankündigungen vorzunehmen, Pläne vorzutragen, sondern wir brauchen konkretes Handeln, wir brauchen eine Kehrtwende.